So, jetzt fahren wir mal zu unserem Weizenstand hier. Der müsste am meisten. Jeden sind die als erstes reingekommen, der ganze Weizen. Der ist hier Ende September schon gedrillt worden. Dementsprechend sind wir jetzt am Erdenschieben. Und da geht es jetzt darum, noch eine Abschlussbehandlung zu fahren. Erdenschieben. Die Ähre kommt jetzt aus dem Blatt, aus der Pflanze raus. Einfach erklärt. Ähre ist das, wo das Korn drin sitzt. Ja. Was wir haben wollen. Da kann man direkt mal gucken hier. Gleichzeitig auch das Stück, was am weitesten weg ist. Mal Lucky Lucky machen hier. Können wir direkt mal gucken, ob wir Getreidehähnchen drin haben. Ich hatte heute Morgen nämlich mit Sven telefoniert und der sagte mir nämlich, dass er bei sich schon öfter was gesehen hat. Und kann sein, dass wir dann noch ein Insektizid fahren müssen mit der Abschlussbehandlung zusammen. So, mal gucken. Aber der sitzt schon. Aber Vorgewende darfst du nie nehmen. Also Vorgewende ist immer das, wo die Traktoren drehen bei der Feldarbeit. Ne? Da kannst du jetzt nicht, da muss immer reinlaufen hier. Und auch nicht in eine Fahrgasse, weil da sind ja die Gassen für unsere Pflegemaßnahmen, für die ganze Spritzen und so weiter, Düngen und so weiter. Da fahren wir mit dem Trecker immer hier durch. Wir arbeiten ja auf 27 Meter Arbeitsbreite. Unser Düngerstreuer, unsere Spritze und unser Güllefass ist alle 27 Meter. Und da sind halt unsere Spuren, wo wir da durchfahren. Ne? Ja. Einmal Gülle reinfahren, Dünger. Also insgesamt haben wir 3 Düngegaben gesplittet. Und so viel Kilo Stickstoff dürfen wir ja durch die Düngeverordnung fahren. Und da vor allem nehmen wir halt diese Gassen, um es. Um der ganzen Sache nachzukommen. So, ich mach's jetzt immer so, ich nehme immer ein paar Pflanzen raus. So, ein ganz bisschen Rost. Das ist halt die Ähre. Ne? Die muss jetzt halt. In der Abschlussbehandlung, wenn die Folge da ist, muss die halt geschützt werden. Gegen Septoria, Pilzkrankheiten, alles. Sieht jetzt noch gut aus. Kein Tier gefunden. Kannst aber beste mal sehen, wenn du mit dem Trecker durchfährst. Du hast vorne alles voll. Diesem kleinen Getreidehähnchen, das sind so kleine Larven, ja. Dann weißt du auch, dass du was tun musst. Weil die gehen auch auf den Ertrag. An sich ist wichtig, dass die oberen Blätter, Farnblatt und so weiter, dass die gesund sind. Wenn die jetzt voll wären mit irgendwelchen Flecken oder so, dann haben die Pilzkrankheiten. Das geht auch auf den Ertrag. Aber kann man sich echt nicht. Ich nichts sagen hier. Aber hier hast du jetzt zum Beispiel. Das sind zum Beispiel typische Fraßspuren hier. Von einem Viech. Die fressen dann hier weg. Genau, und hier, okay. Hier kannst du das sehen, da. Ja. Das sind so typische Fraßspuren von einem Tier. Und desto mehr du hast, desto mehr Chlorophyll ist weg, desto weniger Photosynthese, desto weniger wird alles, wie die ganze Pflanze sagen, gehindert zu wachsen. Ne? Oder auch. Ob ich das denn jetzt? Jetzt sind sie wieder weg. Zu viel hier rumgewühlt. Ist wieder runtergefallen wahrscheinlich. Ich wollte auch mal, dass die Leute das mal sehen. Ja, wenn ich jetzt öfter einen finde, dann ist auch ein Zeichen dafür, dass ich immer nicht die Schadschwelle erreicht. Weil so und so viele Blätter, so und so viele Pflanzen eins finde, dann ist die Grenze erreicht, dass man sagen wir mal, man muss was fahren, ne? Ja. Und diese Schädlinge. Da ist welche, das ich muss. Da sitzt der Kandidat. Ja. So, und die fressen sich halt durch die Blätter, ne? Ja.
So, das heißt, wir müssen bei der Abschlussbehandlung, also das machen wir ja hier, die Ähre zu schützen, ne? So, kommt ja ein Fungizid rein, das einmal protektiv, heißt schützend, und einmal kurativ wirkt. Also alles, was, wenn was befallen ist, dass es dann auch, sagen wir mal, wieder die Pflanze heilt, um es mal einfach auszudrücken, ne? So. Und da kann man jetzt dann auch sagen, wenn die Schadschwelle erreicht ist, wenn ich hier bei jeder dritten Pflanze ein Getreidehähnchen finde, oder bald schon jede zweite manchmal, oder auf einer schon drei sitzen, dann ist irgendwann die Schadschwelle erreicht, das sind so und so viel Prozent, ja. Dann wird ein Insektizid mit eingemischt bei der Fungizidmaßnahme und davon sterben die dann. Gleichzeitig ist aber das Mittel, was wir fahren, auch B4-Mittel. Also wir lassen die anderen Nützlinge, sagen wir immer dazu, Marienkäfer, Bienen und so weiter, die lassen wir mit den Mitteln in Ruhe. Da passiert nichts dran. Das sind wirklich nur die beißenden und saugenden Insekten, nennt sich das, okay, die wir jetzt hier dann bekämpfen wollen. Ne? Hier hast du auch wieder einen dickeren Kollegen hier. Ja. Ja. So, und das ist jetzt, wenn ich jetzt hier schon reingucke und ich sehe beim ersten Mal umdrehen schon wieder so ein Tier, ist es leider so. Und wenn du jetzt hier rausläufst und du hast die an der Hose hängen, dann ist auch ein Zeichen davon, dass da zu viel ist. Ich bin ja mal ein Freund davon, so wenig, aber auch so viel wie nötig. So, wenn ich jetzt auf den ganzen Pflanzen jetzt immer nur eins gefunden hätte, hätte man auch sagen können, kannst du sein lassen. Aber wenn es jetzt immer mehr ist und bis zur Ernte ist noch ein paar Wochen, kann dann noch wieder. Problem ist halt, wenn dann immer zu viele Fraßspuren sind und alles, nicht, dass nachher die Pflanzen umfallen oder sonst irgendwelche Sachen. Könnt ihr jetzt auch noch schon mal eine Ertragserwartung ausrechnen. Müsstest du die Spindeln zählen mit den Körnern und dann hochrechnen auf dem Hektar. Und dann könntest du dann umrechnen in den Tonnen und dann weißt du ungefähr, was du erntest. Ja. Ob es eine gute Ernte war und eine schlechte Ernte war. Ach, das kriegst du ein Auge für. Ja. Ja, du hast ja Richtwerte von einem Durchschnitt von Deutschland. So. Und da du hier. Hektar dann, ja, genau. So. Und da du ja hier jetzt, sagen wir mal, gute Böden hast, halt schwer zu bearbeiten oder schwer zu bewirtschaften, auch nicht immer. Aber halt, du hast halt, wie sagen wir mal, Minutenböden zu den Böden hier. Du hast halt immer kurze Zeitfenster, wenn es trocken ist oder so, dann muss das hier laufen. Und wenn du hier, sagen wir mal, drauf fährst und steht noch Wasser drin oder irgendwas, dann fährst du die ganzen Böden in der Kluten hier. Ja. Also das ist wirklich immer ganz enge Zeitfenster. Deswegen bist du auch oft so jetzt zum Beispiel Spritzwetter ist es nicht gegeben, jetzt ist windstill gerade, aber ist so viel Sonneneinstrahlung. Mhm. Kann sein, wenn du jetzt um Fungizid fährst, dass du wieder Ätzschäden oder Verbrennungsschäden nachher oben an der Pflanze hast. Okay. Machst dann wieder nachts. Leichten Tau, hast du leichte Feuchtigkeit auf dem Wind, wird auch besser aufgenommen, das Ganze. Deswegen fährst du auch viel nachts jetzt gerade, gut an den heißen Tagen. Ne? Das ist immer so eine Sache, muss windstill sein, gerade mit Fungiziden hast du auch immer Abstandsauflagen, 5 Meter teilweise und hier und da. Musst du mal gucken, welche Mittel du hast. Jetzt zum Beispiel Insektizide, haben wir ja B4-Mittel, da heißt es bienenfreundlich, das ist nicht ganz so schlimm. Und wenn du jetzt aber mal ein B1-Mittel fährst, also auch bienengefährlich, das heißt, du willst auch die Bienen damit schädigen, dann musst du das nach der Flugzeit, die ist bei Bienen im Sommer meistens so 21, 22 Uhr rum, und dann bis 23 Uhr, in dem kurzen Zeitraum müsstest du das spritzen, das kannst du vergessen. Zumal wir die Nützlinge ja auch nicht schädigen wollen, ne? Ja. Wir wollen ja keine Bienen kaputt machen, wir wollen keine Marienkäfer und so weiter. Gerade in den Rüben, da haben wir auch Larven unter den Blättern, und wenn da aber Marienkäfer draufsetzen, die fressen die teilweise bis zu 100 Stück am Tag von diesen Läusen unten drunter. Und das ist der natürliche Gegner, ja. Du kannst am besten eine Marienkäferzucht aufmachen, dass sie da alle reinsetzen. Ja. Ja. Das zum Thema Weizen. Tritikale schon fertig. Da habe ich schon gefahren. Jetzt müsste man nochmal zum Mais fahren, ob unsere Unkrautmaßnahme gezogen hat, die wir jetzt gefahren haben letzte Woche, vorletzte Woche. Und wenn das auch alles gut ist, dann ist die erste Feldkontrolle für diese Woche fertig. Ich fahre meistens so ein bis zweimal eine Woche zu den Flächen, ja, dass du da immer einen Überblick hast. Weil es gerade jetzt bei dem Wetter auch der Mais, guckst du hin zum Zweiblattstadium, denkst du dir, ach ja, hast noch Zeit. Ja. Ein paar Tage später bist du schon im Vierblattstadium und bis dahin musst du die Herbizidmaßnahme durch sein. Ne? Weil sonst greifst du den Mais auch an. Und gerade im Mais ist es Unkraut, es geht auf Ertrag, ne? 4-5-Blattstadium, wenn du da drüber brichst und fängst dann erst an zu spritzen, die Unkräuter und Ungräser, die ziehen so viel Nährstoff und Wasser aus dem Boden, die der Mais für sich selber braucht.
Und da musst du mal sehen, dass du zeitlich hinterher bist. Und sobald du drauf bist, ist ja der Wachstum von den Unkräutern und Ungräsern angehalten. Und dann dauert es halt ein paar Tage oder Wochen, bis die absterben. Dann siehst du dann auch, ist er halt braun. Aber ist wichtig. Ansonsten kriegen wir keinen vernünftigen Kolben dran und auch keine vernünftige Höhe. Und da wir auch viel Körnermais machen, kommt es gerade auf den Kolben an. Ein Teil geht in die Biogasanlage. Naja, fahren wir mal zum Mais. Fahren wir mal zum Mais. Guck mal, was da los ist. Ah, hier war alles voll.